Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Baggerseeangeln. Ja, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, bin ich nicht mehr an der alten Stelle, denn die ist leider besetzt. Da sitzt ein guter, netter Herr. Der hatte wohl jetzt zwei Fische von gestern bis heute. Und allgemein ist es recht voll hier am See. Links von mir sitzt ein Matchangler, der hat wohl einen Karpfen verloren, und noch eine Stelle weiter, da sitzt ein Karpfangler, der baut gerade auf, und weiter hinten stehen immer noch die drei Zelte. Ich habe hier die Stelle gewählt aus dem einfachen Grund: Wir haben hier rechts so einen kleinen Einlauf, ja, wie so ein kleinerer See ist das, so eine kleine Pfütze, sage ich mal, und da habe ich im Frühjahr die Karpfenleichen sehen. Und vor dem Einlauf geht es richtig schön langsam rauf auf 3 Meter. Ansonsten fällt das Ufer ja ein bisschen steiler ab, also nicht so steil, dass man nicht drauf angeln kann, sondern ja, es geht. Aber wie gesagt, dort fällt es recht allmählich ab und wir können schön auf 3 Meter fischen. Und die andere Route werde ich Kerzen geradeaus platzieren auf 6 Meter ungefähr, 6-7 Meter. Als Köder habe ich heute die Liverboilies und die GLM-Boilies heute dabei. Den GLM-Boilie werde ich heute als Schneemann fischen, um einfach mal was auszuprobieren. Und ja, ich ärgere mich jetzt auch nicht, dass die Stelle besetzt ist oder so. Mir gehört der See ja schließlich nicht und so kann ich den See auch besser kennenlernen. Vielleicht geht ja heute hier ein guter Fisch, mal sehen. Aber wenn 1-2 Fische gehen, bin ich natürlich sehr zufrieden. Der See ist auch nicht der kleinste, also ja, aber es wird ja arm. 40, 50 Hektar vielleicht, so ungefähr. Und man hat hier nicht allzu viele Plateaus. Also mitten im See gibt es eins, habe ich gefunden, auf 8 Meter, aber das wird sicherlich belegt sein durch die Jungs. Aber sonst mitten im See gibt es da nichts. Es geht hier runter auf 15, 20, 25 Meter und da bleibt nicht viel übrig, als am Ufer zu fischen. Und das werde ich heute auch tun. Ich werde das alles aufbauen, beziehungsweise es ist fast alles aufgebaut. Es fehlen nur noch die Ruten, frische Vorfächer drauf und dann können wir ablegen und dann können wir schön grillen. Vielleicht mache ich 2 Nächte, mal schauen, wie es läuft. Ja, schauen wir mal. Ja, Leute, brutale Hitze. Ich werde jetzt die Vorfächer machen und ja, ich werde hier Inliner-Blei fischen von rund 120 Gramm. Und wie schon erwähnt, werde ich mit der einen Route mit dem GLM-Boilie fischen von Longbaits und die andere Route mit dem Liverboilie. Jo, den GLM werde ich ein bisschen ins Tiefere packen und den Liverboilie ein bisschen ins Flachere, 3 Meter. Wie ich ja schon gesagt habe, will ich ja den GLM-Boilie als Schneemann fischen. Da habe ich hier richtig geile Pop-Ups, ebenfalls von Longbaits. Richtig schöne grüne GLM-Pop-Ups. Ja, wenn es die Karpfen auch so gut finden, dann bin ich sehr zufrieden. Aber Angelwetter ist das nicht. Überhaupt nicht. 30 Grad, morgen 32 Grad, Luftdruck bei 1025. Unglaublich. Aber nun gut, jetzt habe ich schon mal Zeit zum Fischen. Dann nutzen wir die auch. Beobachten das Wasser und entspannen uns ein bisschen. Ach ja, mein Hund ist auch dabei. Hinter der Liege hat er sich Platz gemacht. Da ist ein bisschen kühler, der ruht sich da aus. Ja, ich werde jetzt die Ruten rausbringen und dann relaxen. Ja, Leute, so sieht meine Stelle heute aus. Da steht mein Schirm, da steht das Auto. Dann muss ich hier rüber.
dann ist hier alles frei geworden, weil wir hier Niedrigwasserstand haben. Wow. Und die eine Route, die kommt da vorne hin. Wie schon erwähnt, befindet sich ja das kleine Becken dort. Ja, da fällt es ziemlich flach ab. Und ja, da hinten sitzen die Karpfenangler. Hier ist mein Bötchen. Hier kommt die andere Route hin. Oh, so auf 6-7 Meter ungefähr. Ja, so sieht das hier aus. Halb sieben und immer noch richtig heiß. Richtig geiles Sommerwetter. Zwar kein Angelwetter, aber so zum Sitzen, Sonnen, ist das schon mal was. Die kleine Ratte hat auch Spaß. Ja, und so sieht die eine Montage aus mit dem Schneemann GLM Pop-Up GLM 20er Sinker 15 cm Vorfach aus Entrap Corda Material und ein rund 120 Gramm Gripper Blei. So sieht das aus. Das wird die etwas tiefe Route sein. Ja, und die andere auch alles simpel aufgebaut, nur ein 20er sinkender Liverboilie. Ja, Freunde, wie man sieht, es wird gleich dunkel und die ersten Fische zeigen sich bereits an der Oberfläche, aber ziemlich weit draußen. Also hier ist auf jeden Fall viel mehr Aktivität als auf der anderen Stelle, aber wie gesagt, ziemlich weit draußen. Ja, wir grillen jetzt ein wenig und gehen früh ins Bett und ich hoffe, wir sehen uns nachher vor der Matte. Ja, so. Und da ist er. Der dicke Karpfen. Der kam jetzt hier auf dem Liverboilie. Ja, ist ungefähr 2 Uhr nachts. Naja, schon mal ein Anfang. Jetzt kommt die Route wieder raus. Vielleicht kommt ja noch mal einer. Ja, guten Morgen, Freunde. Vor einer halben Stunde ungefähr habe ich einen richtig schönen Dauerton bekommen. Als ich an der Route war, habe ich schon gleich gemerkt, der Fisch hängt in so einem Ast oder so. Ich mit dem Boot raus, habe den leider nicht bekommen. Naja, ein paar Boilies wieder hin, die Route drauf. Jetzt habe ich wieder einen Lauf gekriegt. Aber die Größe, die lässt noch zu wünschen übrig, sagen wir mal so. Tada! Schöner kleiner Schuppi. Richtig geile Färbung, oder? Richtig geile Färbung. Ja, drei Läufe auf einer neuen Stelle, ohne vorzufüttern. Das heißt, die Fische sind hier echt überall. Wenn man ein bisschen mehr Zeit investiert und die Stelle vorbereitet, dann läuft es hier auf jeden Fall auch. Ja, jetzt gucken wir, ob noch was geht.
Ja, Freunde, ich mache gerade ein bisschen Frühstück. Da lief die Route mit dem Liverboil erneut ab. Und wieder so ein kleiner Schuppi. Beißen wie wild die kleinen Viecher. Aber gut. Spaß macht es ja trotzdem. So Leute, ich bin gerade beim Einpacken. Hab einen richtig geilen Lauf bekommen. Und der fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den kriegen, den Burschen. Ich melde mich später. Das Blöde ist, das Boot, das habe ich auch schon zur Hälfte eingepackt. Naja, drückt mir die Daumen, dass ich den kriege, hey. Aber man sieht, die Liverboilies, die laufen hier echt. Der fühlt sich echt nicht verkehrt an, der Bursche. Ah, ein schlanker Schuppi. Nicht besonders groß, aber auf jeden Fall größer als die anderen. Ja, so schlecht ist er nicht. Guter Fisch. Power haben sie, ja. Jawohl. So, ich hoffe, die Kameraeinstellung passt. Die Sonne ballert schon richtig dolle, deswegen, aber da ist er, richtig schöner, kampfstarker Schuppi, hat auf jeden Fall richtig Gas gegeben. Ja, wenn man jetzt noch hier weiter fischen würde, würden auf jeden Fall noch ein paar Fische kommen, denke ich mal. Ja, aber das ist ein schöner Abschluss hier. Ja, ich bin mehr als zufrieden, gerade hier mit dem Abschlussfisch hier, neue Stelle, nicht vorgefüttert. Die andere halte ich ja ab und zu unter Futter, aber die hier ist mir recht neu. Von daher war es trotzdem ein richtig cooler Trip. Ja, Freunde, ich habe bereits alles eingepackt. Ja, war doch eine schöne, chillige Session. Waren zwar einige kleine dabei, ein besserer Fisch, aber wie gesagt, die Stelle ist mir ja neu und dafür, dass sie neu ist, war es recht gut. Also wenn man hier jetzt Zeit investiert und ein bisschen füttert, denke ich schon, dass man hier eine richtig gute Stelle aufbauen kann. Ja, man sieht, dass man eigentlich überall mal versuchen sollte, ja. Nicht immer an einer Stelle sich festbeißen, sondern mal ruhig etwas Neues ausprobieren. Vielleicht mal auch ins Tiefe gehen jetzt, ja, so langsam. Ja, aber nun gut, ich bin ja so der Freund, der ein bisschen flacher fischt, weil ich bin ja immer der Meinung, dass die Fische in der Dämmerung, nachts oder morgens das Flache aufsuchen, gelegentlich auch mittags, warum nicht? Und ja, deswegen fische ich am liebsten flach, aber wie man jetzt gesehen hat, flach hat jetzt die meisten, also alle Fische eigentlich gebracht, die tiefe Route, da war überhaupt nichts, aber das kann natürlich mit dem Boilie zusammenhängen. Nicht jeder Boilie läuft an jedem Gewässer,
das ist so. Und ja, die Farbe Grün ist auch, sage ich mal, speziell, genauso wie Weiß am Hausgewässer läuft bei mir zum Beispiel gar nicht. Im anderen Seen läuft es. Das ist nun mal so. Nun gut, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer war. Ich werde jetzt ins Freibad fahren und ich sag bis zum nächsten Mal. Ade!